Winterstimmung im hohen Norden und über 18.600 Zuschauer am Millantor. Grandiose Fußballatmosphäre. 1994 traf man sich hier zum letzten Mal und es war ein WSV-Sieg in der zweiten Liga. Und das ist Neuzugang Holger Geismayer, der Ex-Bundesliga-Profi. Die erste sichtbare Neuerung durch die Fusion mit Borussia Wuppertal, sitzt aber zunächst nur auf der Bank. Schwierige Bedingungen, Schneefall, der WSV in Rot-Blau. Ecke schnell ausgeführt. Bayerns, Rietz und Baumann. Wenig Ansehnliches in den ersten Minuten, wenn sich die Wuppertaler auch keineswegs versteckten. Versuchten früh Druck zu machen, aber der Ball sehr glitschig. Hollerit muss hier auch nachfassen. St. Pauli mit Konterfußball. Personell mit Problemen. 7 fehlen. Verletzt, krank oder gesperrt. Muski im Laufduell gegen Mehnert. Auch nicht mehr der Jüngste. Kein Pfiff, obwohl Muski fällt. Da schauen wir nochmal in. Elfmeter oder nicht. Hier geht der Arm raus. Aber das ist vor dem Strafraum. Und Muski versucht das Foul mit einem theatralischen Fallen in den Strafraum zu verlagern. Richtige Entscheidung, hätte höchstens Freistoß geben dürfen. Aleš Kohut hatte große Schwierigkeiten mit Gegenspieler Gruschka. Hier setzt er sich gleich zweimal durch. Kohut 0-1. Der Tabellenführer liegt vorne, 29. Minute. Sein 8. Saisontreffer. Die erste richtige Szene im Spiel. Missverständnis in der Abwehr von St. Pauli und Kohut alleine gegen 3. Abgefälscht am Ende der Ball. St. Pauli mit viel Zufälligem, wurde aber etwas gefährlicher. Bonua, wieder Muski. Der gefiel am besten. Christian Mali musste im Hinspiel ja kein Gegentor hinnehmen beim 3:0-Sieg. Freistoß Bonua, Muski verlängert für Palikuca. 1:1, 43. Minute und was für ein Traumtor. Durch den Neuzugang auf Pauli, Robert Palikuca kam vom FSV Salmrohr. Erster Einsatz, erstes Tor und eigentlich kein Fehler in der WSV-Abwehr zu erkennen. Rechnet halt keiner mit solch einem Seitfallzieher. Starker Treffer. Auch Mali ohne Chance auf der Linie. Pause. Thomas Richter, der Manager und Torwarttrainer der Wuppertaler, erinnert sich gerne an das Millantor. Machte hier als Torhüter sein größtes Spiel, eben bei diesem letzten Aufeinandertreffen. 1994. Die zweite Hälfte, Georg Kress wechselte Gensler für Bach ein. Bei St. Pauli kam Marinko Miletic. Da ist Gensler, schwache Abwehr und Kohut aus der zweiten Reihe. Georg Kress ließ weiter nach vorne spielen. Offensivfußball. Die Statistik spricht ja klar für die Gäste. In 7 Spielen, in 7 Siege bei 11 Spielen. 65. Minute, da kam dann Holger Geismayer für Terranova, der gut war. Also sein erster Einsatz als dritte Spitze. Kress will siegen und auch Geismayer. Seine erste Szene nach 16 Sekunden. 12-mal traf er in der Bundesliga für Köln. Was darf Wuppertal von ihm erwarten? Weniger Tempo in der Partie. Wieder Freistoß Bayerns. Der kommt nicht. War auch, glaube ich, unbeabsichtigt. Dann Einwurf Rietz, Bayerns, Geismayer und Gensler. 1:2, 76. Minute. Joker-Tor. Sein 2. Saisontreffer. Vollkommen verdient. Wuppertal auch in der zweiten Hälfte das bessere Team. Eine Kombination der beiden Eingewechselten. Hier Geismayer und Gensler. Der Ex-Profi Geismayer machte seine Torgefährlichkeit gleich ganz deutlich. Und der WSV versuchte nachzusetzen. Ebersbach traf 2-mal im Testspiel gegen die Bayern. Hier gut gehalten von Achim Hollerit. Wuppertal stark in der Offensive, trotz der widrigen Verhältnisse. Letzte Spielminute. Nochmal Freistoß für Pauli. Bonua abgefälscht. Trainer Gerber, selbst mal Wuppertaler Spieler gewesen, war unzufrieden. Sein Team tat einfach zu wenig und verliert mit 1:2. Wuppertal macht da weiter, wo es aufgehört hat. Wir haben hier gewonnen, weil es mal sehr, sehr wichtig ist, weil Essen gestern auch gewonnen hat in Uerdingen. Und das war für uns ein Big Point. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir es schaffen. Auf jeden Fall haben wir heute sehr, sehr gut gespielt als Mannschaft, kompakt gespielt.
gerade hier vor 19.000 haben wir super dagegen gehalten, haben gekämpft und sagen, die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Sie brannten auf dieses erste Ligaspiel seit 3 Monaten. Jetzt ist es der erste Sieg. Ein wichtiger für den WSV, vollkommen verdient. Dennis Stefan, bitte.